Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Wenn die Krise etwas gezeigt hat, dann das, dass die EU nicht zum Krisenmanager taugt. Denn allen ist klar geworden, dass die Risikogebiete lokal begrenzt waren. Und da waren ja die Länder und die Landkreise gefordert. Letztendlich haben die auch die Krise mit großer solidarischen Hilfe aus über die Grenzen hinweg auch gut gemanagt. Aber jetzt wollen Sie hier die umfassenden Folgen der Krise auf EU-Ebene mit gigantischen Hilfsgeldern beseitigen. Da wachsen die Wünsche in den Himmel. So wollen einige Kollegen hier die Zahlungsverpflichtungen der Länder nicht nur um 30%, sondern sogar um 100% des GNI erhöhen. Aber das kann niemals die Lösung sein, denn das würde automatisch zwingend zu mehr Schulden führen. Und das belastet das Konto unserer Kinder viel, viel mehr. Und das ist ein Problem. Davon hat Frau von der Leyen gesprochen. Und wenn Sie wirklich auf das Konto unserer Kinder einzahlen wollen, dann vermeiden Sie Eurobonds und tun alles dafür, damit unsere Kinder wieder in die Schule gehen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.